Einen erneut schönen guten Morgen, obwohl das Wetter draußen scheußlich ist. Es gießt in Strömen. Es hat in der Nacht irgendwann angefangen zu regnen. Wir haben heute den Donnerstag der Messewoche in Düsseldorf auf dem Caravansalon 2017. Ich bin ganz früh schon unterwegs, um in Ruhe noch ein paar Autos zu filmen. Hier haben wir den neuen Forster 734 VB. Das ist ein Alkoven, dafür steht das A. Und der hat eine große Heckgarage, der hat die neuen Rahmenfenster. Der hat, schauen wir mal, hinten ein großes Fenster und da sieht man schon durch, da ist jetzt eine Kinderspielecke drin, beziehungsweise ein zweiter Tisch untergebracht im Heck. Das ist ganz eine praktische Lösung. Das sieht man hier, hat man dann wirklich nochmal ein separiertes Kinderzimmer. Das ist natürlich sehr praktisch gelöst. Forster mit 5 Jahren. Garantie auf die Dichtigkeit, GFK-Dach, GFK-Seitenwände, GFK-Boden, holzfreie Wände ist da. So wie er da steht, interessanter Preis, 52.460 Euro, Reisekomfortpaket, Sicherheitskomfortpaket, Aufbautür mit Fenster, Mülleimer, Zentralverriegelung, okay, das ist alles super, schön. Hat man äußerlich eigentlich nicht verändert, bis auf ein paar neue Sticker, Aufkleber, neues Design. Man hat das Ganze fresh gemacht, das habe ich schon erzählt. Das heißt also, fresh Serie, ich wiederhole es nochmal. War Limited, letztes Jahr hat man komplett in die Serie übernommen und dann dadurch nochmal ordentlich zugelegt bei Forster. Es ist alles hübscher geworden, das muss man ganz klar so sagen. Hier haben wir jetzt das klappbare Bett vom Alkoven, das riesig ist. Ich hole es mal runter, können Sie mal oben reinschauen. Also sehr, sehr großes Bett. Im Alkovenbereich ein Fenster, ich weiß jetzt nicht, ob es ein zweites Fenster gibt als Zubehör. Und kann ich mir aber durchaus vorstellen, soweit schaue ich jetzt in die Zubehörliste nicht rein. Das kann man ja alles online schön ablesen. Ja, schöne Eingangsecke, familiengerechter, riesen Kühlschrank. Wir können hier mit 4 Personen sitzen und mit 4 schlafen. Könnte auch sein, dass dieser Sitz am Eingang rechts noch ein umbaubarer Sitz ist zum Sitzen als 5. Fahrgast, aber dem ist nicht so, ich sicher kenne ich Gurte etc. Schöne Küche, also so gut geschmiert ist es noch nicht. Ich habe noch nicht mal einen Kaffee gehabt, weil bei meinem Glück ich heute gleich mal meinen Kaffee im Wohnmobil umgeschüttet habe und dann musste ich zum Shuttle laufen. Also wer auch gerne mal in der Früh einen Kaffee trinkt, weiß wie schlimm das ist. Aber jetzt haben wir den 734 VB vor uns und den zeige ich euch, bevor es den Kaffee gibt. Also, hier haben wir eine interessante Duschlösung. Das ist ganz praktisch. Die steht quasi offen im Raum und die Tür ist nach hinten versetzt. Das ist gut, dann steht nichts im Weg rum. Es ist ordentlich verstaut und verriegelt. Natürlich ein großer Kleiderschrank. Und wir haben dann nochmal eine Lamellentür, wo wir diesen Kinderbereich abtrennen können. Das ist natürlich hervorragend gelöst. Schön groß der Schrank. Okay, auch mit ordentlichen Stangen drin, habe ich gestern schon festgestellt. So viele Sachen, die man verändert hat, diese lackierten Flächen. Ja, und wie gesagt, da ist der Tisch, der ist dann da unten mit dem Drehverschluss gemacht, mit dem Schnellspannverschluss, ähnlich wie beim Fahrrad. Und dann kann man den schwenken oder eben auch rausnehmen. Und dann hat man hier diesen Lamellenvorhang eingebaut, mit dem ich das Ganze jetzt einfach verschließen kann. Gut. So schaut das aus. Ich mache jetzt nicht näher zu, aber dann hat man halt nach hinten wieder auf. Befestigen den wieder mit der Transportsicherung, dass die nächsten Messe so ist. Immer alles nicht so einfach zu handeln mit einer Hand, aber das kriegen wir hin. So, jetzt ist das Ganze hier wieder. So, gehen wir nochmal ins Bad rein. So, hier nochmal komplett auf das Bad. Ein Bad mit Fenster. Ja, und diese neue, seit 2017 erhältliche, schöne, geformte Toilette. So. Der Forster 734 VB. Mein letzter Rundumblick, also unglaublich viele Ablagen, Stauräume, ja, von Stehhöhe, klar, auch ich gar nichts erzählen. Ich passe mit meinen genau 2 Meter überall durch, ohne mich in irgendeiner Form bücken zu müssen. Und ich schätze mal, hier im Alkovenbereich vor dem Bett hätten wir sogar gut 2,20 Meter.
Schöne Beleuchtung, schön LED. Hier sind natürlich auch noch die Messelichter drin, die das Ganze noch heller machen. Und ja. Gehen wir raus aus dem 734 VB. Daneben steht noch ein Alkoven, da gehen wir jetzt auch gleich noch rein, wenn wir da sind. Und ja, bis gleich vom Forsterstand auf dem Caravansalon 2017, der Camper Tobi von Freizeit Steiner.